Ja, hallo, herzlich willkommen. Der Yeti-Win wurde getaggt von einem gewissen NerdStuffTV, irgend so ein Kerl, der halt so ein Tag-Video gemacht hat. Dem ist nichts Besseres eingefallen, als dann uns bzw. Mich dann zu taggen. Und ich werde mal jetzt diesen random Game-Tag beantworten, schnell und so gut wie möglich. Und schauen wir mal rein. Ich glaube, das waren so ziemlich allgemeine Fragen, die ein bisschen so in die Extreme gehen. So, was ist dein Liebstes, was magst du am schlimmsten und whatever. Frage 1. Welches Spiel war das erste, das du jemals gezockt hast? Pong. Und zwar war ich mit meinem Onkel zu Besuch und der hatte diesen Fernseher, man kennt diesen Fernseher mit diesen zwei Controllern mit Kabel noch dran und das hat er irgendwoher besorgt gehabt. Da habe ich tatsächlich Pong gespielt. Ich glaube, das war so ziemlich das erste. Es kann sein, dass ich davor noch irgendwie ein anderes Spiel gespielt habe, aber da habe ich ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr dran. Deswegen wahrscheinlich tatsächlich Pong. Hast du ein oder mehrere Lieblingsspiele? Natürlich habe ich ein oder mehrere Lieblingsspiele. Ich schaue einfach mal Top 30 Elrod Rodriguez. Ja, da haben wir es. Und jetzt schaue ich direkt mal in die Liste rein. Wir haben heute übrigens Halloween. Es kann sein, dass es ab und zu klingelt und irgendwelche kleinen liebe Kinder vorbeikommen. Und für die habe ich natürlich vorgesorgt und die kriegen Süßes bei mir. Also ich werde sie, Yetivin schreibt. Ach, halt's Maul. So, schauen wir mal. Also ich hatte unter meinen Lieblingsspielen, hast du ein oder mehrere Lieblingsspiele? Ich habe hier Silent Hill 2, Portal, Mafia und Final Fantasy 6 an den vorderen Stellen. Es gibt aber unglaublich viele Spiele, die ich als Lieblingsspiele bezeichnen würde. Was habe ich denn letztens gespielt? Da war irgendein Spiel, das ich auch, glaube ich, zu den Lieblingsspielen zuzählen würde. Heavy Rain, ja. Gut, aber ich glaube in Mafia, Portal, Silent Hill, die Batman-Spiele finde ich cool, Arkham Asylum, Arkham City finde ich auch geil. Also ich habe hier eine ganze Liste, wenn ihr einfach mal googelt, Top 30 El Rodriguez, dann findet ihr meine Top-Liste. Aber ich glaube, ich habe demnächst irgendein Spiel gespielt, das ich auch in diese Top-Liste mit aufnehmen würde, aber mir fällt es spontan leider einfach nicht ein. Vielleicht The Walking Dead? Gehen wir über zur nächsten Frage. Welches Genre fasziniert dich am meisten? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Es kommt drauf auf die Stimmung so ein bisschen an. Also wenn man jetzt ein, zwei Wochen Urlaub hat und nichts zu tun hat, dann sind es Rollenspiele, die mich am meisten faszinieren. Ich merke gerade, die Beleuchtung ist ziemlich beschissen. Ich habe hier noch gar nicht richtiges Licht. Also wenn ihr jetzt mal, ich tue mal die Kamera ein bisschen, hoffentlich mache ich jetzt nichts kaputt. Ah, seht ihr, ich habe da oben nur so eine Glühbirne. Und so lebe ich im Moment in ärmlichsten Verhältnissen. So wie es sich gehört. Also wenn man viel Zeit hat, sind es natürlich irgendwelche Rollenspiele oder Spiele, die länger andauern, bei denen man viel entdecken kann. Ja, ansonsten, wenn man abends mal nach Hause kommt, ist ein Shooter ziemlich geil. Etwas, was man schnell mal reinschmeißt. Online-Multiplayer-Partie spielt, FIFA, Pro Evolution Soccer, solche Sachen finde ich super. Sportspiele allgemein. Weiß nicht, Rollenspiele finde ich echt nice. Sowas wie, was ist Dark Souls? Ist Dark Souls ein Action-Adventure oder sowas? Dark Souls kommt in meine Top-Liste. Richtig, genau, das hatte ich vergessen. Ha. Ja, Lieblingsgenre habe ich glaube ich nicht wirklich. Ich finde, es gibt in vielen Genres irgendwelche Spiele, die toll sind und Spiele, die beschissen sind. Und ich pick mir da immer die Rosinen raus aus jedem Genre. Bist du eher Konsolero oder Computerano? Computerano ist ein total bescheuerter Ausdruck, sorry, aber Computerano. Ich bin PC-Gamer und Konsolenspieler. Ich fände es allerdings so ein bisschen gemütlicher, abends dann vom Sofa mit dem Controller, weiß nicht, einfach mal was zu spielen, als jetzt den PC anzuschmeißen und zu gucken, hey, habe ich den neuesten Treiber, habe ich die Grafikeinstellungen richtig, wie läuft es hier und sowas. Ist zwar nicht mega viel Stress und ich weiß, PC-Spiele gibt es günstiger und du kannst am PC auch einen Controller anschließen und ich mache das ja auch, aber trotzdem finde ich es teilweise echt angenehmer, wenn ich einfach ein Spiel in die Konsole einwerfe, einen Fernseher anmache und einfach losspiele. Deswegen würde ich sagen, ich bin vom PC-Spieler wieder zum Konsolenspieler geworden, wenn ich mir aber demnächst mal so einen richtig fetten Big Tower kaufen werde, mit dem alles in super geiler Grafik läuft, dann werde ich vielleicht eher wieder ein bisschen mehr PC-Spiele spielen. Aber bis dahin, ja, schauen wir mal, was die nächste Konsolengeneration bringt, sage ich mal dazu. Also die PS4 und die Xbox One, da bin ich echt mal gespannt, ob ich da Bock drauf habe. Weil im Endeffekt geht es ja eigentlich um die Spiele und nicht um die Plattform, auf der man spielt. Beides so gemischt. Welches war das schlechteste Spiel, das du je gezockt hast? Silent Hill Down, das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe. Ich bin aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, so einer, der sich eher dann die Rosinen rauspickt und
dann eher weniger so die schlechten Spiele spielt. Deswegen, also es gibt ein paar Spiele, dafür kriege ich aber von allen aufs Maul, weil ich die schlecht finde. Zum Beispiel Beyond Two Souls fand ich echt nicht so pralle. Es ist aber auch kein, es ist nicht das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe, aber weil meine Erwartung so unglaublich hoch war nach Heavy Rain, das zu meinen absoluten Lieblingsspielen gehört, war ich da schon sehr enttäuscht. Oh, ich weiß nicht, ich habe damals auf der PS1, PS2 zu den Zeiten oder auf dem PC, damals, als es Steam noch nicht gab, weiß nicht, da habe ich echt manchmal auch riesen Crap gespielt. Ich weiß auch nicht, also es gibt schon ziemlich schlechte Spiele, aber so spontan fallen mir da keine schlechten ein. Vielleicht habe ich mal das ein oder andere Mal irgendwas erwähnt, was ich scheiße fand. Ja, ich weiß es nicht. Nee. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Vielleicht fällt es mir zwischendrin irgendwie nochmal ein. Welches Horrorspiel war das gruseligste, das du je gespielt hast? Silent Hill 2 ist hier, glaube ich, die Standardantwort und auch meine Antwort. Deswegen sage ich Silent Hill 2. Gruselig fand ich sonst, also gruselig, nicht schreckhaft, sondern gruselig. Ich fand Assassin's Creed manchmal ein bisschen gruselig in den Katakomben, wenn es dann ganz ruhig war. Aber ansonsten würde ich echt Silent Hill, Resident Evil, so die üblichen sagen. Oh, Dead Space 1, das habe ich bei diesem Horror-Game-Tag ganz vergessen. Dead Space 1 ist auch ein grandioses Horrorspiel. Den zweiten habe ich angefangen, aber auch keinen Bock mehr irgendwie drauf gehabt. Und beim dritten habe ich dann nach der Demo gesagt, will ich nicht. Welchen Grafikstil bevorzugst du bei Point-and-Click-Adventure? Ja, ich bin ja nicht so der Point-and-Click-Adventure-Fan, muss ich sagen, aber ich bevorzuge dann schon irgendwie so einen Comic-Trickfilmhaften Stil, so etwas Liebliches, was dann auch zur Stimmung irgendwie passt. Also wenn ich jetzt an The Walking Dead denke, was auch nicht wirklich ein Point-and-Click-Adventure ist, das ist ja mehr so ein Mischmasch zwischen mehreren Genres, dann hat das perfekt gepasst bei Sachen wie Monkey Island, großartig. Ich fand da, am Anfang gab es ja diesen Monkey Island Pixel-Stil, also wo sie versucht haben, so eine cartoonige Grafik irgendwie reinzubringen, die dann aber teilweise später dann auch ein bisschen mehr in Richtung Realismus gab. Ging Monkey Island 3, war es 3 und der vierte war dann der vierte oder der fünfte in 3D, keine Ahnung, also der letzte Teil, der in 2D rauskam. Oder die Remakes von Monkey Island hier, die waren großartig und das ist auch so der Zeichenstil in Point-and-Click-Adventures, glaube ich, der mir recht zusagt. Also einfach so das Trickfilmhafte, bei dem man vielleicht auch ein paar Sachen erkennen kann, die irgendwie am Rande so passieren. Was mir überhaupt nicht gefällt, sind solche realistischen Render-Hintergründe, fand ich damals schon beschissen bei, weiß nicht, es gab es ja früher auch bei Silent Hill und Resident Evil oder sowas, diese Render-Hintergründe, bei denen du halt genau gewusst hast, was zum Vordergrund gehört, was du anfassen kannst und was halt zum Hintergrund gehört, und wenn du dann manche Sachen vermischt hast, also im Hintergrund ist irgendein Aktenschrank, den du auch anklicken kannst, obwohl er eigentlich zum Hintergrund gehört, nicht zum Vordergrund und nicht 3D ist, sondern, also, nee, das verwirrt mich dann meistens, also eher so das Comichafte wie bei Monkey Island 3, 4 oder dann, ja. Ne. Hast du ein Spiel, bei dem du sagst, das muss man gespielt haben? Ja, da hat mir der Yeti Win, glaube ich, schon die Worte aus dem Mund genommen. Heavy Rain ist ein Spiel, das man gespielt haben muss, glaube ich. Es gibt aber auch viele Leute, die das nicht so toll finden. Kann man auch verstehen, die lieber irgendwie mehr spielen oder die Emotionen, die nicht so emotionsgeladene Spiele mögen. Ein Spiel, das man auch gespielt haben muss. To the Moon ist großartig, sollte auch mal gespielt haben. Super großartig, da hat jeder geweint, der es gespielt hat, den ich kenne, außer Nico, glaube ich, und Nikos Bruder, die haben nicht geweint. Aber ansonsten haben alle geweint und es ist ein großartiges Spiel. Und falls man sich für Rollenspiele interessiert und so ein Spieler ist, der vielleicht mal irgendwie 30, 40, 50 Stunden in eine Story investiert, ich kann wirklich nur jedem Final Fantasy VI ans Herz legen. Es ist großartig und macht für meine Begriffe alles perfekt, außer eben diese Random Encounter, die ja nicht viele Leute mögen. Da muss man halt durch, aber das ist auch wirklich so ziemlich der einzige Nachteil bei dem Spiel. Da passt eigentlich alles. Also wenn man wissen möchte, wie ein Spiel sein muss, sollte man sich Final Fantasy VI, glaube ich, angucken. Und Portal ist auch so. Ich habe hier immer noch meine Top-Liste offen, deswegen habe ich hier so das eine oder andere. Portal ist auch so ein Spiel, das man gespielt haben sollte, finde ich. Aber
ja, es gibt so Sachen, damit kommen dann eigentlich nicht viele Leute klar. Es gibt ja, ich meine, Gamer sind ja zum Beispiel auch Leute, die jetzt ein Smartphone haben und dort irgendwelche Spiele spielen oder die nur früher mal was auf dem Gameboy oder auf dem DS irgendwas gespielt haben oder so. Für die ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, diese First-Person-Shooter-Bedienung, sei es jetzt mit einem Controller oder mit der Maus, irgendwie hinzubekommen. Deswegen Heavy Rain ist die beste Antwort, die man darauf geben kann, glaube ich, auf dieses, ja, auf diese Frage. Und jetzt muss ich auch eintaggen und ich glaube, so langsam gehen einem die Tag-Menschen aus, die man so taggen kann. Ich schaue einfach mal auf unseren Kanal und sehe, wurde der Lee schon getaggt, sonst tagge ich jetzt einfach mal den Lee. Ja, ich glaube, der Lee wurde noch nicht getaggt. Lee, du wirst getaggt von mir und vom Playcast und ich erwarte sehr schöne Antworten von dir, die meinen Antworten entsprechen und gerecht werden und am liebsten wäre es, wenn alle Leute das gleiche sagen wie ich. Dann hätten alle Leute die gleiche Meinung und das ist die beste Meinung, die man haben kann. Und damit bin ich raus. Hauen Sie rein.